Hallöchen, meine Freunde, sollen wir mal wieder zu Anno 2070 together? Wir sind jetzt Lila. Wir waren schon und wir haben eine neue Arche. Ja, Frank ist wieder dabei. Also ja. Wir machen hier wieder zusammen. Und wir wollten. Und ja, nun haben wir jetzt schon die dritte Farbe. Wir haben jetzt über Frank geladen und somit, wie ihr gerade schon vielleicht gesehen habt, eine andere Arche. Die setzen wir jetzt hier mal vor. So einen Hafen, das darfst du gleich mal machen, Frank. Ja, guck mal auf den Hafen, also das ist ein bisschen rechts davon, ja, also hier, also ja, markier mal kurz auf der Karte, das wäre eine gute Idee. Es ist alt, ne? Dürfte. Ja, alt. Wo hast du jetzt gesetzt? Da, doch nicht da unten bei der Insel. Ne, mach mal oben bei der hier. Nein, stimmt. Warte. Hier so ungefähr. Warte. Oh nee, ich kann es ja genau da hinsetzen. Oder? Überlegen. Nee, warte, doch, dahin. So. Hierhin. Ja, zeig mal nochmal, wo du hin machst. Da. Ja, gut, das geht auch. Nee, anders geht's nicht. Also es gibt immer nur bestimmte Punkte, wo man hinmachen kann. Ja, Cutie. So, dann guckt mal hin. Arche bewegt sich. Jetzt hast du den Erfolg gekriegt, den hab ich schon. Achso, Arche verlegen. Ja, ich wusste sonst nicht, wie das geht. Jetzt sollte sie eigentlich auch gleich auftauchen. Naja, ich muss erstmal dahin schwimmen. Sieht man, wie die schwimmt? Ah ne, jetzt taucht sie hier auf. Und wie ihr seht, ist das eine andere Arche. Und zwar hat die Frank freigeschaltet im... In der Kampagne? In der Kampagne, ja, ich spiele sowas nicht so. Naja, deswegen kriegt er das auch nicht hin. Weil wir jetzt auch über meinen Spielstand geschaltet haben, müsste eigentlich auch in der U-Boot-Werft jetzt ein neues Schiff sein. Also, die wir dann irgendwann mal bald bauen werden. Und die hat eine Langstreckenrakete inbegriffen. Ja, das ist ganz neu mit dem Update, was gerade gekommen ist. 1.05. Ey, ich kann hier ein Statistikzentrum bauen. Damit kann man auch sehr viel andere Sachen machen, zum Beispiel gleich am Anfang beide Fraktionen benutzen oder sogar alle Fraktionen mit dem Text zusammen. Ey, du, das passt nicht hin wirklich. Doch, hier. So, dann machen wir den mal einen Hafen hier rein, wa? Nee, ich baue schon. Okay, dann bau mal. Also theoretisch müsste es sein, also niemand weiß ja genau, ja, hier, nee, Typ C-Hunter. Ganz rechts das Schiff Orca. Nee, bei mir ist nur Deep Sea Hunter. Tja, da du das nicht hast, aber ich hab es. Ja, dann bau du mal eins. Ja, geht ja nicht. Uns fehlt etwas Carbon und zwar wir brauchen 80 Carbon dafür und 35 Hightech-Waffen. Wir haben 17 Carbon und 25 Hightech-Waffen müssten wir aber noch haben. 30. Wie viel? 35. Achso. Naja, unsere Produktion haben wir momentan angehalten, glaube ich, Hightech-Waffen. Keine Ahnung. Mal sehen. Was ist das eigentlich hier? Wo hatten wir ein Hightech-Waffen angebaut? Irgendwo. Oder wir haben es gar nicht angebaut, einfach nur gekauft oder so. Nee, wir hatten Hightech-Waffen schon angebaut auf der Insel. Oder auf der anderen. Hier, Hightech-Waffen. Da. Gleich bei dem Hafen. Stimmt, ja, genau. Ja, dann macht die mal wieder... Ja, die Mikrochips. Nein, Mikrochips haben wir genug. 63 haben wir. Uns fehlt Eisen. Ja, dann bau mal ein bisschen Eisen an. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ah nee, das war ja das Add-on. Ich habe gerade überlegt, bei dem Add-on gab's das dann ja, dass man so viel Neues unter Wasser bauen kann. Ja, da konnte man die Strom transportieren kann, aber das kommt leider erst im Herbst raus. Nee, da kann man dann ja auch, hier, das hatten wir als letztes gebaut, das Solarkraftwerk. Da kann man dann auch die Dingsies unter Wasser bauen, Mikrochips. Ja, ich weiß. Aber am besten finde ich immer noch, dass man das neue Tech-Monument mit der neuen Tech-Stufe, die Genies, die dann auch eine vierfache Produktionsreihe haben. Und dann halt auch, dass man Strom von einer Insel zur anderen transportieren kann. Somit kann man dann halt eine Strominsel bauen, wo dann wirklich 999 Strom ist und das dann irgendwo in die nächsten gelegenen Inseln verschiffen kann. Naja, nicht verschiffen, sondern vertechnologieren, wie auch immer. Ey, kein Wunder, dass wir kein Eisen haben. Wir haben hier drei Werkzeugfabriken und noch eine Munitionsfabrik. Ja, deswegen baue ich jetzt wieder Eisen an, also... Es dauert vielleicht ein kleines bisschen, aber ich baue es an auf jeden Fall. Ich habe mal die Hightech-Nummer pausiert.
Der Heidig war doch sowieso pausiert. Nee, ich hatte dir gerade schon auf Play gedrückt. Die Leute arbeiten wirklich hart. Okay, Aber es reicht eben nicht, um sich etwas beiseite zu legen. Ach, Quatsch. So, wir können ja mal gucken. Ja, hier unsere Tycoons. So. Ja, hier. Hä, wo sind denn? Ach, da ist der Hafen. Ja, hier unsere Unterwasserinsel hat auch... Warum hatten die nur so einen kleinen Hafen? Ich weiß, ich enttäusche dich jetzt, aber ich muss die Ökobilanz einfach so unterschrauben, ja. Also, sei mal nicht angepisst. So, das, um 5 mache ich jetzt die Ökobilanz runter, ja. Also, nicht traurig sein. Ist aber böse. So, jetzt geht's weiter mit der Eisenschmelze. Ach, wir haben hier zu viel Mangan, würde ich mal sagen. Also zu viel... Ja doch, das ist zu viel Manganknoll. Na, wie sieht's denn in der Akademie aus? Keine Grundlagenforschung. Einheiten brauchen wir. Ey, wo kommt eigentlich die Ökobilanz von 104 her? Pff, keine Ahnung. Hä? Ist hier irgendwie so ein Dingsi drauf? Nee, die gibt's doch gar nicht, oder? Hä, wie haben wir denn das geschafft? Warnung. Was denn? Na, die Ökobilanz von 104. Ja, ey, hier, mal gehen. Hier ist noch ein freier Minenbauplatz. Ich baue mal kurz Eisen an, ja? Was wollte ich anbauen? Eisen, ja. Ja, ich habe auch schon Eisen angebaut. Ich baue einfach eine Eisenerzmine, wie wär's damit? Ja, kannst du machen. Oder was hast denn du? Hast du jetzt hier nur, hast du nur eine so eine Eisenschmelze gebaut? Ich habe ja eine Eisenschmelze gebaut. Mehr brauchen wir ja auch nicht. Wir brauchen ja, nur Eisen quasi. Ja, wir haben das ganz andere. Wo hast du? Ach, hier ist ein Ozonmaker-Station. Daher kommt die ganze Ökobilanz. Ja, wo hast du das hingebaut? Was? Eine Eisenschmelze. Ja, unten, da bei der zweiten Ekosiedlung. Unten. Ganz, ganz unten. Ach so, auf, aber schon auf unserer richtigen Insel oder was? Ja, natürlich. Ach, hier, ja, ich sehe. Hier, wo Kohle hergestellt wird. Genau. Mit der Technik der Tycoons hier. Ah, cool, sie hat uns gerade Kommunikatoren gegeben. Ich habe vor den Grundbesitz der Nein. Bleiben lassen? Ja, ist eine gute Idee, ne? So, bei Kommunikatoren fehlten uns ja beim letzten Mal. Wie viel haben wir denn? 72 Tonnen Kommunikatoren. Lager leert sich, aber wir kaufen einfach mal weiter. Upgrade. Da Konstruktionsplan. Wächter 1. Ah, was ist hier? Ah, sehr schön. Wir müssen sparen. 50 Carbon, 75 Werkzeug. Dann haben wir einen Wächter. Okay. Oder haben wir das schon already? So, und dann bauen wir hier. Ich habe noch nicht. Ah, wir haben einen alwenischen Anionenkatalysator. Nein! Zu wenig Werkzeug. Passt der da nicht hin? Ich habe doch so schön gerade gebaut gehabt. Tja. Muss er weinen. Mein Gott, ey. Wie viel man für einen Orca braucht hier, ey? 80 Tonnen Carbon. Carbon hier. Warte, wir haben ja viel Geld, wa? Also, wo haben wir denn ein freies Bötchen? Klau mir nicht meine Boote. Achtung, Explosion auf Ölplattform. Das ist nicht nur einer Ölpest. Jetzt brauchen wir wirklich ein freies Boot. Denn wir haben, glaube ich, wir haben hier eine Notfallausrüstung. Oh, das ich heißt, hab schon wieder das Kommandoschiff. Wo ist das Kommandoschiff, Janik? Hier am Hafen. Nee, doch nicht. Welchem? Ist weg. Hier gammelt ein... das rum. Da ist es. Mann. Achso, wenn du ein Schiff markierst und dann auf der Karte mit der rechten Maustaste drückst, dann fährt es genau dahin, wo du mit der Karte gedrückt hast, ja? Was, mit der rechten Maustaste auf die Karte? Also, wenn du ein Schiff markierst und mit der rechten Maustaste auf die Karte, dann fährt es dahin. Ah, okay. Kann man sich gut merken. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir erfolgreich hier auch gleich nochmal eine Eisenproduktion gebaut. Wo wir rein
theoretisch. Kann man hier noch. Ja, so ein bisschen hier alles so ein bisschen mit Weg zu taken, ne? Ja, da passt mir so ein Weg hin. Oh, die Musik hier bei mir im Hintergrund ist cool. Also ihr hört die jetzt nicht, das tut mir ja furchtbar leid, aber. Oh Mann, was ist hier für ein Schiff hier? Komm mal reingetuggert! So. Oh, hier passen noch Häuser hin. Warum fehlt da ein Haus? So, das Kommandoschiff fällt jetzt zum Löschen der Ölplattform, ja. So. So, und du fährst zu Dr. Salomon Davi, ja? Wo ist er eigentlich? Zu Professor Davi? Hässliche Farbe. Ja. Sehr stark auf 40 Carbon, das müsste reichen. Ja, ist eine gute Idee. Warte, ich stelle mal gleich wieder eine neue Löschplattform her, damit wir das nicht anmangeln. Wo ist es? Da ist es. Ah, fehlt Werkzeug. Erstmal nicht Werkzeug, wir brauchen auch der Hauptinsel, ja? Also sonst... Du kannst die dritte Werkzeugding wieder aufmachen. Nein, können wir nicht. Wir brauchen doch noch das für die Hightech-Waffen. Ja, dann endpausier die mal. Ah, ich endpausiere sie. Warte, was? Ding war endpausiert, das ist... Ja, das habe ich gerade endpausiert. Schlauer Junge. Ich war schneller als du. Ach, guck mal, die haben doch jetzt alle voll. Ja, weil das gerade schön gelaufen ist. Mann, guck mal, wir haben... 6 Eisen. Ich habe 4 neue Eisenproduktionen gebaut. Bei dir unten sind 2, also da, wo du eine gebaut hast, ist noch eine. Und dann sind, habe ich oben nochmal neu gebaut. Okay, das müsste reichen. So, das sollte. Unser kommandische Flöch hat gerade die Ölplattform gelöscht. Wir sind gerettet. Welche waren das? Ja, welche haben wir denn? Oh, meine schöne Ölplattform. Vor allem nur die Chance, Unfallwahrscheinlichkeit ist ja schon minus 40%. Repariert sich das Ding dann automatisch? Ja, natürlich. Hast du noch mehr so eine Feuerdinger? So eine. Nein, deswegen habe ich dich gebeten, ein Werkzeug zu sparen. Wir haben noch 11 Werkzeug. Ja, jetzt haben wir wieder 11 Werkzeug. Kauf doch bei Dr. Salomon. Bei ja, Professor. Ich habe gerade Carbon gekauft. Aber oder hier beim Onkel. Nein, Werkzeug produzieren wir selber. Das, Der verkauft schwere Waffen für 796 Credits pro Tonne. Das wäre egal. Was sind das? Ein unentdecktes Leichtbaumaterial. Hallo. Produktion gestoppt. Ja, die Schnauze. Okay, Tycoons brauchen wir wieder hier. Spiritusdosen. Okay, wir bräuchten dann mal etwas Beton. Haben wir Beton? Ja, wir haben Beton. Wie geil. Ja, müsstest du eigentlich, upsala, auf der Tycoon-Insel anbauen? Ja. 36 Karton, wollte ich gerade sagen. Ja, okay, also, wir bauen kein Beton, sondern Karton. Beton. Karton. Nahrung hat er nicht genug. Hatten wir nicht irgendwie hier auf dieser Insel mal Burger angebaut? Mhm. War das am anderen Spielstand? Sieht mir ganz danach aus, als ob das an einem anderen Spielstand war. Ja, hatten wir das nicht hier auf Neutron? Nö. Sieht nicht danach aus. Oder du hast irgendwie nicht gespeichert, keine Ahnung. Doch, ich hab mir gespeichert. Hier war alles voll, das weiß ich. Ja, dann bauen wir nochmal an. Ey, natürlich, hier war alles voll. Wir hatten sogar hier schon mit Dings hier gebaut. Mit den, mit Wein und so. Hä, Wein und nicht, nein. Dann war das im anderen Spielstand. Ja, dann hab ich etwas vertan. Wo willst du Burger? Bau mal Burger auf Neutron dann an, ne? Ja, natürlich. Da sind alle Fruchtbarkeiten, die ich dafür brauche. Aber du musst. ich baue mal noch ein neues Handelsschiff für dich, ja? Ey, hier hast du schon mal so ein Konto hingebaut, der, glaube ich, für die nächste Teeproduktion geeignet war. Hä? Ach so, ja. Stimmt, ja, da wollte ich eigentlich Tee anbauen. Neuer Prototyp entwickelt. Ach so, ich habe erstmal die Dings gemacht, die Verhältnisse für Öl. Man braucht nämlich
drei, nee, Quatsch. Doch. Drei Ölraffinerien für, also drei Ölvorkommen für eine Raffinerie. Aha. Aber das ist ja nur für diese normal Bodenöl. Und du, wir haben ja hier dieses komische Ding für Öl. Was ist das eigentlich hier? Hm, Kerosin. Ach so, ich habe ja noch gar keinen Lifestyle. So, los geht's. War das jetzt im Ernst so, oder? Was? Na, dass das so war. Warte, ich muss mal einen 10 hier eins. So, bin mir echt nicht sicher, dass, ob das, dass das gerade hier wirklich für Tee sein sollte, weil irgendwie ist das so weit weg. I don't know. Registriere Energieknappheit. Oh Gott, wir haben keine Energie mehr. Bauen wir hier ein bisschen Energie auf den selber, irgendwas Großes, so ein Wind. Wir haben kein Offshore hier, was ist denn das? Nein, Solar, bauen Solarkraftwerk, das ist besser. Lass doch Offshore bauen. Offshore hat mehr Platz und so. Außerdem haben wir nicht genug Rohstoff für Solar. Und für Offshore auch nicht. Wir brauchen Glas. Was brauchen wir? Glas? Glas brauchen wir, ja. Ja, musst du von der Hauptinsel holen. Na toll, immer ich. Immer der Kleine. Ich baue gerade Dingsy an. Hä, wie hab ich mich gerade verbaut? Ja, du kannst es halt gut. Ignorieren. Okay, Oh, Mikrochips gehen runter, das ist schlecht. Mann, ich Achso, Mikrochips. Ja, ich kaufe ja Kommunikatoren schon ein. So, jetzt haben wir hier Tee. Ey, irgendwie so zwischen Tee, da passt bestimmt noch was hin, oder? Da kannst du Burger hinquetschen. Ja, da mache ich jetzt auch Burger hin. Also zwischen, zwischen die zwei Teeplantagen müsstest du bauen. Bin nur kurz AFK. Ja, gehen wir. So, wir bauen jetzt hier schön Tee an. Ja, ich glaube, wir könnten auch noch mal ein paar Mikrochips herstellen. Ja, es wäre halt besser, wenn man das unter Wasser bauen könnte. Dieser Auftrag wäre echt wichtig. Todesursache der Eltern, sie waren mir im Weg, okay. Oh nee, wir wollen jetzt keine feindliche Flotte besiegen. Ich dachte wirklich, du hilfst mir. Tja, da hast du ja Verdacht. Oh, wir haben 182.000 Credits. Tja, wir sind halt gut. Einnahmen durch Handel bisher 227.000, Ausgaben durch Handel 22.000. Bilanz aller Trans.